Männertours ist wieder zurück, die sechste Tour steht an. Diesmal fahren wir mit der Honda CM185T. Zwei wundervolle Zylinder, 181 Kubik, vorne und hinten eine Trommelbremse und eine richtig bescheidene 6 Volt Elektrik. Das Ding war noch nicht mal Ende der 70er beliebt, also perfekt für uns. Wie schon in unseren Vorbereitungsvideos gezeigt, haben wir uns die Teile im Internet zusammengegaunert. Von 60 Euro bis zu 300 Euro war in jedem Preissegment eine Maschine dabei. Der Zustand variierte von scheiße, wo hast du die Karre dann aus dem See gezogen, bis hin zu Luft auf die Reifen und los. Beim nur Luft auf die Reifen machen sollte es natürlich nicht bleiben. Wir haben Ziele. Diesmal der Ostblock. Wetterbedingt tatsächlich. Wir haben uns andere Ziele ausgeschaut. Eigentlich wollten wir Richtung Skandinavien, doch das Wetter in Europa war zu der Zeit so bescheiden, dass wir uns mal für den Ostblock entschieden haben. Da haben wir schließlich immer noch nicht alles gesehen. Von Köln aus geht's erstmal Richtung Österreich, Ungarn, Rumänien, Serbien, dann irgendwann wieder runter ans Meer und dann die ganze Butze wieder nach Hause. Im Groben und Ganzen so 3000 Kilometer für die Nummer. 14 Tage haben wir Zeit dafür und sind alle hochmotiviert. Auch beim sechsten Mal starten wir natürlich traditionell bei Svens Eltern. Die freuen sich jedes Mal, wenn wir da sind. Vollgepackt sind die Maschinen diesmal wieder. Die lustigsten Lösungen haben wir uns überlegt, um irgendwas zu montieren. Aber wir haben auch von euch ein echt cooles Spendenpaket bekommen. Manche Leute haben uns Koffer geschenkt, andere Leute haben uns Gepäckträger geschenkt, der nächste hat uns Klamotten geschenkt. All das haben wir dabei eingepackt, angebaut, angeschraubt, angespackst, was auch immer. Alles an Bord. Diesmal haben wir uns für weniger Ersatzteile entschieden, da wir hoffentlich nicht so viel brauchen. Wir haben tatsächlich alles zu Hause in Pakete gepackt, sodass es im Notfall per Post hinterher geschickt werden kann. Jetzt wollen wir erstmal los. Nach Monaten der Schrauberei haben wir richtig Bock auf Fahren. Daher, Männertours startet in die Shoppertour 2018. Geht aber schnell. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, da hinten, da wohnt Sven. Wir sind hier, weil erste Panne. Maximal 300 Meter. Nee, ich weiß nicht. Erste Panne, weil kein Pluspol mehr an Dennis seiner Maschine. Keine Zündung mehr am Start. Neuer Negativrekord. Wer vielleicht neu eingeschaltet hat, kennt unsere Tradition noch nicht. Wir trinken bei jeder Panne einen Original Männertours Pannenschnaps. Auf einer unserer ersten Touren als lustige Tradition geboren, mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Aber wir behalten natürlich die Promillegrenze im Blick. Keiner von uns wird betrunken fahren. Wir werden auf unserer Reise auch Länder besuchen, wo eine strikte 0,0 Promille-Regelung gilt. Dort wird natürlich der Pannenschnaps auf den Abend verschoben. Prost! Alle! Prost, Kinders! Wie viele Kilometer haben wir jetzt gemacht? 40. Okay, also 40 Kilometer pannenfrei tatsächlich. Wir beschließen jetzt auf die Autobahn zu fahren und erstmal Kilometer zu machen, um Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. Soweit der Plan. Da ist gerade was Blödes passiert. Von der Square Dance Jacke? Von der Hose. Das ist okay, da ist ja noch eine drunter. Ihr habt nicht so viel Bums wie alle anderen. Wir vermuten, dass da was an der Zündung falsch ist. Definitiv kein Fehler.
kein... Nein, nein, es ist keine Panne, das muss man dazu sagen. Wir haben eh zum Tanken angehalten und wollen jetzt hier was zu essen kaufen an der Raststätte. Und dann gucken wir parallel mal nach der Zündung. So, wir sind jetzt hier kurz hinter Frankfurt. Jetzt gibt es einen kleinen Service, weil Dennis hat Elektrikprobleme. Liegt aber, haben wir schon rausgefunden, an der mangelnden Masse. Wir haben nämlich gestern Nacht, bevor wir gestartet sind, nochmal eben dem Dennis einen neuen Motor eingebaut, weil der vom Dennis hat ein bisschen geraucht. Bisschen warm, oder was? Geht so, ja. Guck mal kurz das Thermometer, auf Fackelmann-Thermometer. Also Fackelmann Racing sagt, der Motor hat 100 Grad. Nimm die Wasserpumpzange. Auf jeden Fall hat er nicht immer Kontakt und deswegen tudeln wir da jetzt ein bisschen bei, damit der Dennis auch weiter sein Hörbuch unterwegs hören kann. Dennis, was ist da los? Hä? Irgendjemand hat mit meiner Elektrik rumgespielt und immer wenn ich einen Blinker anmache, läuft mein Motorrad nicht. Ja, wir gucken da morgen mal nach. Mich hat ein Rumäne auf der Autobahn gerammt. Was hast du? Ihr meinst, warum ich zurückgefahren bin? Ich bin gefahren, auf einmal war's Pock. Hat mich ein Auto von hinten gerammt. Ja, der Fahrer. Was? Ja. Ich fahr ran, der fährt ran. Ich mach nur so, der spricht kein Wort Deutsch. Nach einem weiteren Stündchen gemütlichem Autobahnfahren zeigte uns die Uhr 3 Uhr morgens an. Da kann man langsam mal schlafen gehen. Die heutige Etappe führte uns bis nach Erlangen. Nicht schlecht für den ersten Tag. Grob 400 Kilometer haben wir geschafft. Jetzt erstmal Zelt aufbauen, hungrig schlafen gehen und morgen schauen wir weiter. Morgen soll uns die Reise in die Mitte von Österreich führen. Morgen, ihr Mäuse. Schon Bock, der das Moped zu machen? Total. Es gibt nichts, was mich gerade mehr beflügelt. Wieso hast du kein Frühstück ans Bett gebracht? Kommt noch. Gestern Abend wurde es spät. Bis 3 Uhr trugen uns die Shopper über deutsche Autobahnen. Dann suchten wir uns einen Schlafplatz. Immerhin haben wir es bis Erlangen geschafft. Das ist gar nicht schlecht für den ersten Tag, wenn man bedenkt, dass wir am Samstag erst um 14 Uhr gestartet sind. Go, 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 Honda Davidson. Kein Tag startet so schön, wenn nichts kaputt ist. Heute sind Elektrikprobleme auf der Agenda. Dennis Schopper möchte leider nicht vernünftig laden. So, dann geht die runter auf 5 beim Anmachen, wenn du die Zündung anmachst. Ja, 5 reicht ja immer noch aus. Aber warum macht der jetzt 4, 2? Ja, weil ich das Licht jetzt anhabe. Ja, tot. Batterie tot? Nee. Die ist halt einfach jetzt leer. Die ist nicht kaputt. Das kann ja sein, wenn er über Nacht irgendwas gezogen hat. Nee, der hat nichts gezogen, der hat nichts geladen. Lass uns mal die Ladespannung überprüfen. Wir machen den Bock jetzt mal an und dann gucken wir mal, ob die überhaupt lädt. Vielleicht ist das ganze Ding ja schon hinfällig, wenn der Dennis überhaupt nicht lädt. Wenn er überhaupt nicht lädt, wären wir gar nicht ansatzweise so weit gekommen. Ja, vielleicht lädt er ja jetzt nicht mehr. Weil dann würde auch das Licht nicht... Der hat ja durchgehend hatte der Licht. Also wie viel Ladespannung kriegen wir jetzt raus? Wir kommen auf 6,2 Volt. Aber das ist ein Stück weit wenig. Ist die Frage, ob wir jetzt irgendwo einen Kurzschluss drin haben, dass er nicht darüber hinwegkommt. Weil irgendwas wie Sau zieht. Vielleicht können wir auch mal viele Sachen totlegen. Also weißt du so, Ausschlussverfahren. Immer mal ausstecken, Kabelbaum nach hinten ausstecken oder Blinkerrelais ausstecken. Also Sachen. Und dann gucken, ob die Spannung dann ansteigt. Ja, das können wir machen. Ja, machen wir das doch. Dann erklär doch mal dem gewieften Follower, wo das Problem liegen könnte. Der unseren Channel guckt. Dass er weniger Leistung hat, würde ich darauf vermuten, dass ein Zylinder jetzt fast einen Zentimeter Ventilspiel hatte. Bei etwas über einem Zentimeter Ventilhub könnte das der Grund gewesen sein. Unser Elektroproblem ist halt, weil das Ding so furchtbar vergammelt ist ringsum. Da haben wir jetzt ein bisschen rumgelötet. Fahren jetzt einfach ohne Licht.
Ja, gut. Hat sich nichts geändert? Doch, du fährst ohne Lichter, hat sich was geändert. Tag 2, auf in wilde Abenteuer. Dennis, seine Maschine läuft wieder. Der Fehler ist uns nicht ganz geläufig und nicht ganz bekannt. Wir haben alles mal zusammengesteckt und auseinandergezogen. Irgendwie hat es funktioniert. Doch nun erstmal ab zur Tankstelle. Denn Durst haben unsere Maschinen auch. Rund 2 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer befriedigen uns vollends. Und die Geldbörse wird auch nicht allzu sehr strapaziert. Schade, dass nach dem Tanken Dennis seine Maschine nicht anspringen will. So ein bisschen haben wir das Gefühl, dass Dennis der neue Olli sein wird. Aber gut, das kriegen wir hin. Das Problem bei der Honda ist, sie springt tatsächlich nicht an, wenn die Batteriespannung unter 6 Volt fällt, da das für den Zündfunken einfach nicht mehr ausreicht. Antreten nützt da nichts mehr. Daher wird als Zwischenlösung die Batterie getauscht. Ein funktionierendes Moped kann Dennis seine Batterie laden und er bekommt als Ausgleich eine frische, starke neue Batterie. Somit muss die Lichtmaschine auch nicht so viel Leistung produzieren, um die Batterie am Leben zu erhalten. Wir hoffen, dass dieser Plan funktioniert. Jetzt eigentlich ein Pannenschnaps oder was? Würde eigentlich schon sein, ja. Ich will nur mal festhalten, dass derjenige mit den neuen Reifen als erstes einen Platten hat. Dennis, was ist da los? Sehen wir in einer Stunde, wenn wir den Reifen ausgebaut haben. Geht aber eigentlich noch, ne? Der ist ja nur unten platt. Stimmt eigentlich. Ja. Dreh den mal hoch. Dann würde ich sagen, einer rechts, einer links. Ja. Oder allein. Das ist ein bisschen langer Alubahn, ne? Das ist ein Alubahn. Warum nehmen wir eigentlich nicht den Koffer raus, der so schwer ist? Der wohl angeschraubt ist. Das ist eine Schraube. Irgendwo hängen wir noch. Bremse. Die Bremse muss raus. Bist du was höher? Jetzt. Ja. Machst du raus? Machen wir mal hier rum. Also drin stecken tut auf jeden Fall nichts. Ist das so? Schön ist so. Jetzt eine Luftpumpe. Und? Waren das 40 PSI? Ne, ich glaube noch nicht. So ungefähr. Ich kann nur sagen, dass ich gleich umfalle. Tja, wer die Luftpumpe vergisst, muss blasen, ne? Okay. Oh ja. Dennis Reifen im Arsch, Dennis komplette Elektrik im Arsch. Super Bock. Kaufen wir demnächst noch einen von. Hintere Beleuchtung ging nicht. Deswegen haben wir jetzt von vorne einfach ein Kabel hingelegt und haben das hier mit drauf getüttelt. Das heißt, der hat jetzt die Vorderlampe versorgt, auch die hintere Lampe mit. Jetzt hat er hinten nur wieder Licht. Jetzt können wir safe durch die Nacht fahren. Dieses Jahr ist nicht meins. Ich kenne einen Trick, ne? Da hat jemand geschrieben, wie man das ohne Werkzeug machen kann. Ja, mit gegen Geld in der Werkstatt. Heute nicht. Zu gleich. Die Bremstrommel hängt auch voll daneben. Ja. Die Bremse geht auseinander, wenn du die nach unten nimmst, ne? Du musst weiter in der Mitte. Genau. Am besten tust du erst die Buchse rein und fummelst danach das. Die fette Buchse muss bei dir dazwischen. Zwischen die Trommelbremse darüber drücken. Die ist jetzt total verbogen, weil die auf der Erde stand.
Deswegen muss, ich glaube, das, das Hebelchen muss auch dahinter, hinter diesem Schwingenträger. Nee, ich krieg die Buchse gar nicht auf die Höhe von dem Loch. Dann lass doch wieder was runter, damit der Reifen aufsteht. Die erste Reifenpanne haben wir erfolgreich gemanagt. Jetzt geht's erstmal über die Donau Richtung Linz. Wir haben abgestimmt und heute haben wir gesagt, wir nehmen einen Campingplatz, denn eine Dusche wäre mal wieder fein. Die letzten 150 Kilometer des Tages fuhren wir pannenfrei bis zu unserem Ziel. Ein kleiner Campingplatz bei Linz. Aufgrund der wenigen Pannen führten wir einen Anlegerschnaps ein. Das bedeutet, immer wenn wir abends unser Zelt aufbauen, gibt's einen guten Nachtschnaps. Der Kai hat uns einen Ankommensschnaps gemacht. Letzte bisschen. Oh, aber war gut. Kaufen wir nochmal. Angekommen in Au an der Donau. Au an der Donau in Österreich sind wir jetzt. 50 Kilometer weniger gemacht, als wir wollten. Können wir das mit dem Reden sein lassen? Ja, können wir machen. Das ist eigentlich auch scheißegal. Hey, wir fahren Motorrad hier übrigens. Schnauze, ja. Toll. Genau. So. Super. Prost. Jetzt bin ich aber auch durch mit dem Zeug, ne? 11 Stunden waren wir heute unterwegs. Wundervolle 362 Kilometer haben wir geschafft. Nicht schlecht dafür, dass wir einen kleinen Ausfall hatten. Wir haben damit kalkuliert, 400 Kilometer am Tag zu fahren. Das bedeutet, wir müssen morgen unseren Schnitt wieder rausholen. Guten Morgen. 8 Stunden Schlaf haben wir uns gegönnt. Nicht schlecht, oder? Bisschen frühstücken und weiter geht's. Seit ungefähr 2 Tagen fahren wir dem Regen davon. Und es ist unfassbar, um uns drum herum regnet es in jeder Richtung und das nicht gerade wenig. Und wir haben bis jetzt wirklich das Glück gehabt, dass wir nicht einmal davon betroffen waren. Doch jetzt starten wir erstmal durch. Raus aus Österreich, ab nach Ungarn. Die fehlenden 50 Kilometer, um den Tagesschnitt zu halten von gestern, holen sich natürlich nicht von alleine. Und wir als mittlerweile waschechte Biker fühlen uns auch viel wohler auf unseren Maschinen. In Österreich, in der Nähe auf Höhe Wien Richtung Ungarn, haben noch 120 Kilometer bis Ungarn und dann haben wir die Hälfte unseres Tagestrips heute schon geschafft. Okay, so auf die ersten 1000 Kilometer. Yeah. Ja, die auch. Blinker leuchten die ganze Zeit dauerhaft. Das ist schlecht. Und dadurch hat er auch vorne, die Lampe geht nicht mehr. Und bei Dennis, der hat wieder nur 5,8 Volt. Obwohl er 6,8 hat. Dennis kommt gar nichts mehr an. Das ist doch schon mal gut. Mal Licht aus. Komplett.
Jetzt gib mal Gas. Also wenn man das Licht ausmacht, kommt was. Ja, aber nicht die Welt. Ja, dann tauschen wir jetzt nochmal die Batterie. Warum? Ja, weil der fast leere Batterie nicht so. Weil die jetzt in der Ziel leer ist. Die Lichtmaschine ist es definitiv. Muss ja stecken. Aber wo hast du denn die 9 Volt gemessen? Ja, die 9 Volt Wechselspannung, die aus der Lichtmaschine rauskommt. Ja, okay. Aber der Brückengleichrichter macht danach nur 6 Volt raus. Weil nicht mehr hinten rauskommen. Also nicht der Brückengleichrichter, der reguliert ja keine Spannung. Der macht ja nur aus Wechsel gleich. Aber wir haben doch alle keine 9 Volt anliegen beim Laden. Nein, das nicht. Aber wir haben ja auch Laderegler. Jetzt haben wir hier schon knapp 6 Volt, während das Ding aus ist. Ach, ich liebe das einfach jedes Jahr, alle paar Meter stehen zu bleiben, um was zu reparieren, was wir vorher hätten total einfach lösen können. Naja, egal. Elektrikprobleme sind dieses Jahr auf jeden Fall ganz weit vorne. Dennis lädt nicht und Sven hat kein Licht. Optimal. Durch die Nacht kommen wir so natürlich nicht. Daher suchen wir uns jetzt einen netten Schlafplatz, um in Ruhe mal nachzusehen. Ob das was gibt, wir werden sehen. Immerhin haben wir auch den Weltmeistertitel darin gewonnen, einfach Dinge zu ignorieren und trotzdem weiterzufahren. Trinken wir jetzt mal den irgendwas hier Kovalenzer Schlängelsche. Das ist auch hier so einer unserer. Was sind das jetzt? Pannenschnaps, Freudenschnaps, Reparaturschnaps, Service-Schnaps? Das ist ein Anleger. Wir brauchen unbedingt einen Schnaps. Jo, alles klar, dann ist das so. Hätte ich mir jetzt echt schlimmer vorgestellt. Wesentlich schlimmer. Ja, keine Pannen mehr. So Limo. Da habe ich ja quasi Bock auf Pannen. Oh Gott, Quittenlikör ist das übrigens, mit Weizenkorn. Sehr gut. Was ist eine Quitte? Quitte, das wusste ich auch lange nicht, das ist sowas wie ein Apfel. Ja. Ja, Ende Tag 3, 19 Uhr. Dennis hat keine Beleuchtung mehr am Moped. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, weil wir jetzt deswegen nicht weiterfahren konnten. Weil ungarische Landstraßen dann doch aufgrund der LKWs etwas gefährlich sind. Dennis, geh mal mit dem Kock vernünftig um. Kannst du nicht einfach überall so reinrammen? Ich hab dich nochmal reingesteckt. Ja, erklär mal, was hier so passiert ist. Ich will nicht das Motorrad ausmachen wegen der Demo. Wir machen das Motorrad aus. Ja, wir haben jetzt eine Weile das Elektroproblem von Dennis gesucht und sind irgendwie nicht wirklich fündig geworden. Wir wissen nur, dass unser selbstgebastelter Laderegler abgebrannt ist. Jetzt sind wir uns einig, wir fahren nur noch mit Standlicht, weil die Lichtmaschine einfach nicht mehr genug Leistung rausbringt. Wir kommen da gerade auf 6 Volt. Ich denke mal, dass irgendwo der Sonntag weg von der Wicklung, dass da irgendwo ein Wicklungsschluss mittendrin ist und die einfach nicht mehr genug Strom liefert. Die Spannung noch da ist, aber einfach keine Leistung mehr. Fahren wir einfach nicht mehr so lange nachts und sonst tauschen wir Batterien. Bist du d'accord damit? Ich bin glücklich. Gut. Wollen wir noch bei dir schnell gucken? Ja. Ja. So. Ist jetzt schon dunkel geworden, wie ihr seht. Ich weiß es nicht. Es ist dunkel. Also hier, das ist die Dunkelheit. Ja, keine Ahnung. Man sieht nicht so viel. Man sieht halt im Dunkeln nicht so viel. Und das war das Problem. Fehler hier bei dem Bock war, dass die Masseverbindung einfach zur vorderen Lampe flöten gegangen ist. Da haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das rauszufinden. Und haben jetzt eine provisorische Masse vorne nochmal auf die Gabel gelegt. Tada, Masse. Ja. Und seitdem läuft das alles wieder. Also um zur Erklärung. Dadurch, dass wir keine Masse hatten, hat er sich dann die Masse rückwärts über alle Blinker abgegriffen, weil die ja so dämlich geschaltet werden. Ne? Wie war das nochmal? Du hast, weil die blinken ja über den Rahmen zurück, ne? Ja, und durch die Lampe
Also durch das Glühmittel selber. Genau, und deswegen hat er sich die Masse darüber abgegriffen, wie er auch immer das gemacht hat. 342 Kilometer haben wir heute geschafft. Mittlerweile stehen 1100 Kilometer auf der Gesamtlaufleistung. 100 Kilometer vor Budapest befinden wir uns aktuell. Die Elektrikprobleme von Sven und Dennis haben uns ganz schön Zeit gekostet und wir können unseren Schnitt von 400 Kilometern mal wieder nicht halten. Aktuell sitzen wir in Ungarn. Entschuldigung. Bisschen regnen. Tut's gerade. Aber es soll gegen 12 aufhören. Das heißt, wir chillen jetzt in unseren Zelten. Hoffen, dass nicht alles zu sehr durchgeweicht ist auf den Motorrädern. Und dann fahren wir nachher einfach weiter. Ist jetzt so. Tag 4. Der Regen ist endlich da. Er hat uns gefunden. Die Abfahrt verzögert sich deswegen ein klein wenig. Erst um 14 Uhr werden wir heute loskommen. Da es die letzten Tage zwar hervorragend lief, wir aber nicht unsere 400 Kilometer, die wir errechnet haben, pro Tag schaffen, setzen wir unseren Schnitt auf 300 Kilometer am Tag runter. Denn 300 Kilometer halten wir jetzt, wo wir die Straßenverhältnisse hier im Ostblock kennen, für möglich. So, hat aufgehört zu regnen, wir haben unsere Sachen gepackt. Wir müssen jetzt noch diesen kuscheligen, matschigen Weg durch, bis zur Hauptstraße. Dann heißt es Meter machen. Heute wollen wir aus Bulgarien raus. Nächstes Ziel, Rumänien. Soweit der Plan. Wetter soll mehr oder minder trocken bleiben. Wir haben uns alle mal schön eingepackt. Geht richtig gut, ne? Nächstes Jahr beladen wir ihn noch früher. Hast du das eigentlich geschafft? Ich bin einfach durch. Wir machen jetzt ein bisschen Kettenservice. Ketten sind locker überall. Öl muss überall nachgeguckt werden. Sven hat schon wieder Hunger. Dennis. Der muss ja auch sein Kampfgewicht halten, sonst kriegt er die Stoßdämpfer nie kaputt bis nach Hause. Und was gibt's heute? Ich mache heute Ravioli selber. Selber auf oder was? Selber auf. Nicht schlecht. Ja, eins muss man dir lassen. Kochen kannst du, ne? Ja. Ja, mein Fackelmann-Thermometer. Ich kann überhaupt nicht mehr die Temperatur sehen. Das ist ziemlich eng nach der Offroad-Tour da gerade. Aber geht wieder. 21, 22, 23 sollte reichen. Ich denke. Juhu, wir haben tatsächlich die 300 Kilometer im Schnitt geschafft. Jetzt heißt es Zelte aufbauen. Heute übernachten wir an einem Campingplatz. Der Betreiber spricht sogar Deutsch und lud uns auf ein Schnäpschen ein. Also ja. Alles, was wir so reparieren im Moment, das ist echt angenehm. Ne? Mal hier ein bisschen fuddeln, da ein bisschen. Aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was wir sonst so immer machen. Ja, das ist ein gutes Statement für den Tag. Was ist heute passiert? Keine Panne. Ja, tatsächlich. Ne? Wir haben nicht einmal, wir haben Ketten nachgespannt. Wir haben Service gemacht. Ein bisschen Service haben wir gemacht. Ja, aber das ist ja... Honda kann es ja. Aber wir sind nicht einmal, theoretisch sind wir nicht einmal richtig liegen geblieben. Nee.
Ja, na gut, der Reifen vom Dennis, da mussten wir dann schon langsam aber sicher mal anhalten. Aber im Endeffekt, so Totalausfälle, wie wir das sonst gewöhnt sind, mit aus. Das stimmt. Ist dies Jahr echt mau, ne? Ja. Ja, zusammenfassend, wir sind gerade im, ich schimpfe das jetzt mal, Olli, wir sind im Dreiländereck zwischen Ungarn, Serbien und Rumänien. Wollten eigentlich auf die Transalpina, Hochalpenstraße, mangels Vorbereitung haben wir aber festgestellt, dass sie erst im 1. Juli öffnet. Sind wir jetzt ein bisschen spät dran, wir haben nämlich Mitte Mai. Bisschen früh dran. Deswegen haben wir das jetzt gecancelt. Und Olli hat im Internet gelesen, dass Montenegro die schönste Küstenstraße der Welt ist. Wurde dreimal hintereinander dazu gekürt. Und da wollen wir hin. Ne? Ja, so ist es. Und deswegen schlagen wir morgen nochmal einen kurzen Schlenker über Rumänien ein. Routentechnisch ist das so. Dann fahren wir durch Serbien durch und dann einmal durch komplett Montenegro bis runter zur Küste. Und ab da ist der Plan, die Küste Montenegros mitzunehmen, durch Kroatien durchzufahren, die Küstenstraße und dann ein bisschen Österreich und so weiter. Aber das ist so der Plan. Was passiert, wissen wir selber nicht. Tag 4 endet so, wie er begonnen hat. Mit Regen. Ist aber nicht schlimm. 266 Kilometer haben wir geschafft. Svens Motorrad leidet ein wenig an Ölverlust, doch da kümmern wir uns morgen drum. Jetzt heißt es erstmal abmelden für heute. Bierchen zischen, schlafen gehen. Die besten Nächte verbringt man doch in nassen Zelten, oder? Guten Morgen, Tag 5. Jetzt ist erstmal Service angesagt. Wie schon erwähnt, Svens Maschine ölt ein wenig, dem gehen wir nach. Denn bis hierhin läuft's so gut, da wäre ein Motorschaden noch echt schade. Immerhin müssten wir dann Ersatz aus Deutschland hinterher schicken und das kostet Minimum einen Tag und 100 Euro. Und dann soll es heute wohin gehen? Richtung Serbien. Richtung Serbien. Grobes Ziel. Genau, grobes Ziel Adria, Montenegro, aber erstmal durch Serbien durch und Rumänien kratzen wir auch noch mal kurz an, ne? Ja. Um einfach ums dabei zu haben. Gut. Nehmen wir mal mit. So machen wir das. Wie beim Quartett. So, Stefan, aus dem kleinen Service für deinen Gepäckträger wird was? Schweißen ohne Schweißgerät. Weil? Also, wir haben kein Schweißgerät mit, deswegen bricht was. Leider gebrochen. Vielleicht hat das mit dem Auffahrunfall des Rumänen oder was war es auf der Autobahn zu tun? Es ist aber wahrscheinlich eher die beschissenen Straßen hier. Ich richte ihn jetzt erstmal gerade und dann. Ja, aber das hier müsste übergangsweise zumindest eigentlich wieder irgendwie dran bekommen. Jo. Bei mir ist hier die Schweißnaht gebrochen. Das ist schlecht, weil meine Kiste nicht mehr hält. Der freundliche Campingplatzbetreiber hier meinte aber, in 2 Kilometern da hinten runter, da ist ein Schlosser. Der könnte uns das schweißen. Da fahre ich jetzt mal hin und dann gucken wir mal, dass wir das wieder heile kriegen. Wir haben eine Werkstatt gefunden, der uns das jetzt schweißt. Wir verstehen ihn nicht, er versteht uns nicht, aber wir verstehen uns. Stefan hat in seiner besten Handgestikulation erklärt, worum es geht und der wusste es direkt. Zurück am Campingplatz von der Werkstatt. Er hat sogar Rostschutzgrund drauf gemacht und uns noch gefragt, wo wir als nächstes hinfahren. Nee, er meinte, wo wir als nächstes hinfahren. Meinte ich so, ja, Rumänien. Die sind jetzt fester. Meinst du, das reicht? Das ist einfach nur ein bisschen nachzuziehen? Ich hoffe es. Also ich habe die jetzt gute halbe, dreiviertel Umdrehung nachgedreht. Der genaue Fehler des Ölverlustes ließ sich irgendwie nicht klären. Wir einigten uns darauf, die Zylinderkopfschrauben ein wenig fester anzudrehen und nochmal nach dem Simmerring an der Antriebswelle zu schauen. Beides ist nun dicht. Wir hoffen alles Beste. Den Ölstand behalten wir natürlich im Auge. Wo hat er denn den Öl verloren? Vielleicht ist es einfach am Kopf runtergelaufen, irgendwo dazwischen und wieder raus. Dass da gar nichts war. Ich glaube, das ist auch so. Von unserem bulgarischen Schlafplatz lag die rumänische Grenze nicht sonderlich weit entfernt. Dies ist auch unsere nächste Zwischenstation, wohin wir jetzt aufbrechen werden. Die Reparatur des Gepäckträgers und des Motors kostete uns heute früh ein wenig Zeit. Die müssen wir aufholen. Aber kein Problem, wir liegen gut im Rennen und hoffen, dass wir heute viele Kilometer machen werden.
so grimmig gucken müssen dabei. Keine Ahnung, das ist so ein Standard. Auf der ganzen Welt ist das so. Ob das so ein Einstellungskriterium ist, dass bestimmt. Du keinen Bock auf deinen Job hast? Wir sind gerade in Serbien angekommen. Kai hat vergessen, seine mobilen Daten auszumachen und hat mal eben 40 Euro verbraten für irgendein Update und er weiß nicht mehr was. Egal, Serbien, ahoi. Wunderschönes Land. Ja, doch. Ist halt ein Land. Ja. Anders als Rumänien oder Ungarn. Hey, sieht alles gleich aus hier. Nee, ist schön. Noch 400 Kilometer bis an die Küste Montenegros. So der Plan. Aktuell stehen wir im Berufsverkehr vor Belgrad. Wir sind jetzt irgendwie kurz vor Belgrad, so 5 Kilometer. Fahren jetzt noch, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer, suchen Campingplatz, dann soll es das für heute gewesen sein. Soweit der Plan. Da geht's jetzt hin. Das Schild haben wir gerade am Straßenrand entdeckt. Campingplatz, da wir kein mobiles Internet hier haben, müssen wir damit arbeiten. Allerdings nur Längen und Breiten gerade. Sprich, wir gucken jetzt mal, ob das Navi das kann. Ja, da ist uns was Dummes passiert. Witzigerweise noch an dem Schild, wo wir gerade davon berichtet haben, dass wir zum Campingplatz wollen. Wir wollten abfahren und da fällt dem Sven auf einmal auf, dass da Luft fehlt. Aber das Rad könnte ja einfach wieder so hoch. Während wir mit unserem Reifen kämpften, hielt ein junger Serbe an und bot uns seine helfende Hand. Die konnten wir nicht gebrauchen, aber er ist natürlich der Landessprache mächtig. Gleich habe ich ihn verhaftet und zum Schild gebracht. Er hat rausgefunden, dass der Campingplatz tatsächlich dort ist und hat extra für uns da angerufen, sodass sie auf uns warten. Perfekt, würde ich sagen. Gastfreundschaft wird hier noch groß geschrieben. Meinst du, der ist wieder am Arsch gegangen bei der Nummer? So viel, wie wir da jetzt schon reingefallen. Ja, wobei, ey. Dafür sind wir einfach zu grobmotorisch. Beim Einbau des Schlauchs haben wir irgendwas kaputt gemacht. Also alles nochmal von vorne. Sprudelwasser ist natürlich absolut super. Komm, den müssen wir jetzt einbauen. Ich mach die Kette schon mal drüber. Ja, jo. Ist durch. Wo ist die Mutter? Ja, total nette Menschen hier. Er hat angehalten, weil er auch Motorrad fährt, da hinten, eine Honda Shadow. Und er hat uns jetzt einfach eine Cola und ein paar Kekse bezahlt, weil er das ja total sympathisch fand, was er macht, was wir machen. Total gut.
Pannenschnaps? Hier, Anleger. Ja, nee, rückwirkender Pannenschnaps für Svens Panne. Ja, eigentlich muss es ein doppelter sein. Ja, wir haben aber nicht mehr gehabt, der gibt's gleich noch. Er hat gesagt, da sind Zinsen drauf. Genau, doppelter, das ist der Ankommenschnaps hier, der Anleger. Der Anleger. So. Angelegt. Schnapsminister, jetzt brauchen wir noch den Feuer fürs Ambiente. Genau. Und jetzt brauchen wir noch den rückwirkenden Pannenschnaps, weil, bevor wir uns wieder anhören müssen, wir würden ja unverantwortlich besoffen fahren, hier ist eine 0,0 Promille Grenze in diesem Land und da halten wir uns strikt dran. Sprich, der Pannenschnaps muss auf den Abend verschoben werden. Heute Abend gibt's den guten Killepitch, den wir von euch geschenkt bekommen haben. Nee, das ist mit Ambiente. Mit Ambiente. Ex und Hop. Und das ist unser Pannenschnaps. Weil heute ist die einzige Panne Svens platter Reifen gewesen. Wer, und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das Allerbeste ist, Ollis Moped ist komplett pannenfrei. Es ist noch nichts gewesen. Noch nicht mal Blinker kaputt oder irgendwas anderes. Das ist sowas von ungewöhnlich. Das hast du mit den letzten Jahren einfach. Du hast mit deinem Pannenpensum ausgereizt. Ja. So, dann jetzt noch den allerletzten Pannenschnaps und dann melden wir uns für heute ab. Dann melden wir uns für heute weg. Prost. So, auf Svens kaputten Cheers. Reifen und die netten Menschen hier. Ja, stimmt. Überraschend. Wie Jägermeister, ne? Oh, Heidi, ne? Der Heidi ist gar nicht gut. Kill a bitch, ey. Boah. Auch dieser Tag nähert sich erfolgreich dem Ende. 1600 Kilometer haben wir jetzt schon auf der Uhr. Das ist fast die Hälfte der kompletten Tour. Und wir können uns nicht beschweren. Wir wüssten nicht, was wir besser machen sollten dieses Jahr. Morgen, ihr fleißigen Bienchen. Ah. Wie findet ihr denn hier so die Natur? Danke. Och, ich finde es fast so gut wie den reißenden Fluss in Österreich. Also seit ungefähr groben 5 Stunden macht dieser Hahn, diese Hähne, eine dermaßen Randale. Dann haben so langsam die Gänse mitgemacht. Und das andere konnte ich nicht identifizieren. V. V vielleicht noch. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Erstmal, dass ich freiwillig um 7 Uhr aufgestanden bin. Nicht schlecht. So, Dennis, wo fahren wir heute hin? Nach Montenegro. So weit wie möglich Richtung Meer. Ja. Weil das ist es der gibt Plan. Nämlich nur in Montenegro Mitte einen Campingplatz und ungefähr 8 Millionen am Meer. Richtig. Montenegro Mitte ist zu kurz und am Meer ist zu weit. Deswegen campen wir morgen nochmal wild. Wird schön. Na, eigentlich heute. Tag 6. Kurz hinter Belgrad haben wir heute geschlafen. Campingplatz, Duschen, Frühstücken und so weiter. Es geht los. Wir sind aktuell nicht mehr in der EU. Das bedeutet für unsere Navigation, wir haben kein Datenvolumen. Weil wir auf teure Motorradnavigationssysteme verzichten, nutzen wir unsere Handys. Die brauchen aber zum Navigieren Internet. Natürlich haben wir uns ein bisschen drauf vorbereitet und ein Offline-Kartenmaterial allererster Sahne runtergeladen. Die ganze Welt für 10 Euro. Aber genug. Nun geht's los. Wir starten in Tag 6. Das Ziel? Montenegro. Ausfahrtcheck oder was? Ja, wir gucken mal hinten eben nach dem Reifendruck. Bei mir war auf jeden Fall gut zu wenig. Ach doch, viele mal okay. Hey, du abkillt das mal eh. Mach das eh. Kunum. Wir befinden uns gerade in Serbien und fahren hier so einen Bergpass. Aber die Straßen sind unter aller Sau. Aber es macht mega viel Spaß.
AGS braucht, um Abenteuer-Enduro-Urlaub zu machen. Ist doch völliger Blödsinn. Dann schaffst du doch auch 1A mit der 100 cm in Chopper-Qualität. So, die Straße, die müssen wir jetzt noch 18 Kilometer fahren. Hat nicht funktioniert? War nicht so gut. Hm. Dass das Motorrad das Knie so da durchschiebt, ist auf jeden Fall relativ freudig. Ja. Aber ich würde es wieder tun, ich bereue nichts. Kenne ich. Ich würde die Straße hier auch jederzeit allen an meinen Freunden empfehlen. Eine Abkürzung. Vielleicht sollten wir die Stutzräder montieren. Die Stutzräder? Wir haben gedacht, in Ungarn wären die Straßen schlimm. Da kommt Serbien. Hold my beer. Hier ist ja richtig Verkehr, ey. Ich glaube, wir sind immer noch unter den Top 100, die diese Straße jemals umfahren haben. Dennis meinte eben auch schon, wir sind die ersten Menschen, die das mit einer Honda CM185 befahren. Und die letzten. Ja. Das heißt, wir haben jetzt, das ist das, wer nennt das, Unfallschnaps? Nee, Ableger. Ein Ableger. 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 Sven hat abgelegt. Das mache ich nicht nochmal. War dir das eine Lehre? War uns das eine Lehre? Es fehlt eigentlich nur noch Dennis, ne? Ja. Ich mache das mit dem schweren Verkehrsunfall. Den hatte ich eigentlich schon auf der Autobahn, aber es ist nichts passiert. Nein, wird das Kinderkram sein. Also man kann uns auf jeden Fall nicht nachsagen, dass wir für die Fans nicht alles tun. Ne? Boah, ich denke, filmst du ein bisschen diese also, Schotterpiste? Ich so, nein. Handy rein. Bumm. Also, es ist kein Witz, das Navi empfiehlt uns diese Strecke hier. Und wir haben eben noch Witze gemacht, dass es eigentlich nicht schlechter werden kann. Aber ich glaube, da haben wir das Ultimo gerade erreicht. Hier ist das geringste Verkehrsaufkommen, deswegen fahren wir hier lang. Ich korrigiere zum dritten Mal, was die Beschaffenheit der Straßen angeht. Es wird schlechter. Wie kam es zu dieser Situation? Ich musste anhalten, weil ich runterschalten musste. Dann habe ich dich eingestellt, habe die Vorderradbremse gedrückt, bin immer weiter zurückgerutscht und konnte es einfach nicht anhalten. Also, du glaubst, dass es der vor dir Fahrende war? Ja. Das ist kacke, wenn der E-Starter nicht funktioniert, ne? Stefan. Tritt die einfach an.
Meine Kiste hat es wieder mal zerfickt. Komisch. Wie kommt das nur, Stefan? Das kann nur an der Qualität gelegen haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 5er für die Schweißnaht bezahlt. Ja. Die Straßen sind auf jeden Fall 1A. Eben. Aber wir vermuten, dass wir auch gerade auf der Grenze zu Montenegro stehen. Vielleicht ist das da der Grenzstein. Vielleicht ist das der Grenzstein. Warte. Serbien. Montenegro. Ich habe das jetzt hier mal so lang geratscht, das sollte eventuell das dann so abfangen. Es läuft halt da dummerweise einmal relativ nah am Reifen lang und hier läuft es halt durch die Kette durch. Aber was soll schon passieren? Ja, hier, guckt euch das an. Wir sind wieder auf einer echten Straße. Ich glaube, meine Kiste ist auch total am Arsch alles, ey. Alle Kisten sind am Arsch. Die Maschinen sind im Arsch und wir sind es auch. 355 Kilometer haben wir trotz dieser schlechten Straßen, wenn man es Straßen nennen mag, geschafft. Das ist ein ziemlich guter Schnitt. Und danke an Honda, dass ihr so coole Enduro-Shopper gebaut habt. Unfassbar, dass die Stoßdämpfer nicht kaputt gegangen sind bei dieser Beladung und dieser Straßenführung. Mit einer Simson wäre uns das sicherlich nicht passiert. Dennoch hat uns die Offroad-Passage ein wenig Zeit gekostet. Wir steuern heute noch den einzigen Campingplatz an, den unser Navi ausgespuckt hat. Ein Nationalpark auf rund 2000 Meter Höhe. Die Zelte bauen wir im Dunkeln auf und die Nacht wird sicherlich sehr kalt. Das war's mit Tag 6. Wir hatten gerade noch idyllische Ruhe. Da parken ja einfach zwei Busse und laden so eine Ladung Schulkinder aus, weil es hier einen Schullehrpfad gibt. Aber auch das kann Stefan und Kai nicht stören. Die liegen immer noch in der Falle. Das stört schon. Ja, ist das viel lauter als die Vögel und ja. So, die den ganzen Morgen schon zwitschern. Es ist brutal kalt gewesen. Ich musste voll in Raupenform gehen. Aber nur weil ich zu faul war, mich wieder anzuziehen. Ich habe nur ein T-Shirt und eine Boxershorts hier drin. Das ist einfach zu kalt. Ich hatte noch einen Pulli und Socken an. Es war trotzdem zu kalt. Ich habe Granis angezogen. Ich habe gar nichts hier drunter verstanden. Du hast es mit dem Mimi ein bisschen falsch verstanden. Der Stefan hat einen Raupenschlafsack. Wie hast du das empfunden, Sven? Sackend kalt. Dumm, dass das Bier in meinen Klamotten kaputt gegangen ist während dieser Rallye-Fahrt gestern. Fuck, ja, roll mal Richtung Schotter. Ja, ja. Haben wir Lappen dabei? Fuck. Ja, das T-Shirt. Am Seitenständer ist der Motor wahrscheinlich gebrochen. Ja gut, das ist Ende. Dann ist vorbei, ja. Muss den Kais Bock jetzt auf jeden Fall mal auf die Seite legen. Darüber. Da ist schon noch Platz da oben. Aber das läuft dann viel weiter oben auch. Guck mal, da in der Kette. Wir müssen mal umschmeißen. Dafür muss jetzt... Guck nur, dass der Tank oben dicht ist. Ja. Der Vergaser läuft schon mal aus, aber ist ja egal. Ja, ich habe das zugedreht. Weil wir Gewissen haben. Wir sollten das Öl einfach anzünden. Ja. Ja, jetzt sind es Hinterradbremse treten. Nee, ich habe schon Finger aufgeschnitten. Wow. Dann nicht schlecht. Ist das besser, Dennis. Guck mal hier, wir haben hier sowas. Nein, nur der Simmering ist rausgefallen. Genau der Simmering, wie ich gesagt habe, ist rausgefallen. Den wir nicht haben. Doch, der vom. Ja, den haben wir nicht, aber der ist nur rausgerutscht hier, der von Zahnrad. Den hauen wir jetzt wieder rein und dann geht's weiter. Machen nicht kaputt. Die machen wir jetzt sauber und kleben den mit Loctite wieder ein. Boah, haben wir ein Glück, ey. Oh ja. Die Hondas sind einfach viel zu dankbar für das, was wir mit denen veranstalten. Wo läuft der Tank aus? Oben? Ja. Der gute Lack. Wollen wir den mal hochkant stellen wieder, jetzt wo wir wissen, dass es ist? Und so kann ich immer noch gescheit dran arbeiten. Loctite. Dann Wok. Olli, wir brauchen einen Wok für den Sprit aufzufangen. Ein Sprit-Wok. Wir brauchen einen offiziellen Sprit-Wok.
Gefällt mir aber gut, dass das mit dem Öl hier in der Biosphäre passiert. Ja. Derselbe Ring? Wir haben ja keinen anderen. Der ist ja nur rausgerutscht. Das ist dasselbe, was bei dir passiert ist in der Lichtmaschine. Das ist, der war auch nur rausgerutscht? Der ist auch nur rausgerutscht. Den haben wir auch mit Lockteil eingeklebt. Männer-Tour-Style. Green Biostopper. Mach schon mal den Schein 1000 Euro fertig. Wir machen halbe halbe. Wir rollen nach unten? Ja, machen wir. Damit wir keinen Überdruck im Motor nachher haben und der Simmering wieder rausfliegt. Die man ihm noch ein paar Minuten zum Trocknen. So Kai, hast du deinen Hinterreifen schön sauber gemacht? Wir rollen ja nur, kann ja nichts passieren. Na, Tag 7 startet ja schon mal wieder hervorragend. Hoffentlich bleibt der Simmering dicht. Wir haben wirklich keinen Ersatz dafür und auch keinen Bock, das Motorrad zurückzulassen. Nach dieser ziemlich kalten Nacht freuen wir uns alle schon aufs Meer. Von hier aus sind es ungefähr noch 250 Kilometer bis ans Wasser. Die Streckenführung verspricht auch richtig viel Spaß. Es soll nur bergab gehen, kurvig sein, viele Tunnel und ein wunderbarer Blick über Montenegro. Und das Beste, die Sonne ist auch wieder da. Kai? Kai? Ist klar? Nicht bewegen. Dass du irgendwas weg war und auf einmal... Ja, ich denke, du guckst nach unten und fährst dabei nach rechts. Und du hättest überall nach rechts fahren können. Aber nicht in dieses Loch da vorne, Kai. Was ist denn passiert? Ja, was ist denn zur Hölle passiert? Der Kai wollte der irgendwas am Motorrad gucken. Der ist Sprit ausgelaufen am Benzinfilter. Wollte schon irgendwie gucken dabei, bin ich nach rechts und dann genau hier rein. Naja, also fast 2000 Kilometer Schaden. Ja, das hilft, danke. Aber jetzt brauchen wir so mit Simmering keine Probleme mehr machen, weil jetzt ist eh vorbei. Ja, das kriegen wir wieder hin. Robert in die Parkbuch. Ja. Ja, schöne Pannenschnapskoffer. Das müssen wir gleich regeln. Ja. Jetzt wird's interessant, weil die Gabelholme auch verbogen sind wie Sau. Das ist meine Königsdisziplin. Ich denke, das wird ein bisschen länger dauern. Das ist eine schöne Ecke hier. Du, Geister. Schmeiß die Angel rein, ey. Ja, der defekte Simmering ist repariert. Und dann hat der Kai uns gezeigt, wie man es nicht macht. Und zwar wollte der während der Fahrt nach dem Benzinschlauch gucken, der undicht worden ist. Guckt natürlich nach unten, driftet leicht ab, fährt da hinten in so einen Bach rein, überschlägt sich mit der Maschine dummerweise einmal. Hat das aber hoffentlich auf Video. Hat das hoffentlich auf Video und jetzt sieht es so aus. Jetzt ist auf jeden Fall vorbei damit. Nee. Hier oben ist eher vorbei damit. Ja, der hier, der ist geil. Ist, nee, der andere ist nicht besser. Das könnte zu einem massiven Problem führen. Pass auf, wir improvisieren jetzt, Dennis. Ich habe den Plan. Und zwar nehmen wir die beiden Gabelholme runter, den unteren das Vorderrad. Nehmen beide mit dem Knick leicht nach vorne, dass das so eine Choppergabel ergibt. Bauen das alles bei mir dran und bauen beim Kai die Sachen dran von mir, die gut sind. Kriegst du schön Custom. Ja? Machen wir so. Na. Das wäre tolle 2000 Kilometer aus. Fancy, fancy.
dass sie ein bisschen sehr verbogen ist. 64 gut bekommen, ne? Die müssen auf jeden Fall mal komplett die müssen raus, beide, bevor da irgendwas geht. Die müssen beide nach vorne gerät werden. Mhm. Komm mal von der Straße runter, bevor der nächste Reisebus kommt. Mhm. Und wir das nächste auf Video haben. Ja, dann lass uns da vorne auf, diesen Vorsprung rollen, wo ich meinte. Achso, ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade weitergefahren. Vielleicht kriegen wir hier eine neue Felge bei irgendwann. Eine neue Gabel wäre interessant. Felge ist echt. Ja, das ist kein Problem. Das ist Hammer. Naja, wir haben zu Hause noch Gabeln. Ne? Wir können uns die jetzt zum Campingplatz schicken lassen. Das kostet Vermögen. Lass uns erstmal gucken, wie wir das jetzt erstmal hinkriegen. Der Stahl, ne? Wir können ja ernsthaft mal in so einem Reifenladen anhalten, die Typen uns das mit Sicherheit über zurecht. Ich fahr dynamisch besser. Das heißt, wir müssen ihn unter Spannung zusammenbauen. Aber die Gabelräume sind so krumm. Die Frage ist, wenn man die hier, wenn man eine Werkstatt hätte, die Einspannung gerade, aber da hast du nichts. Ne? Du brauchst irgendwie so ein Rohr, weil er mit Rohren zu tun hat, dass die einspannen kannst, genau dagegen. Und zumindest nicht mal so hoch. Du drückst eine Beule rein. Nee, du musst genau auf die Stelle halt drücken. Ne? Ja. Das gibt alles nichts. Wir können die höchstens mal irgendwo einspannen und selber ein bisschen zurückbiegen, ne? Wo denn? Das Ding. Guck uns mal an und guck das mal an. Das ist ein massiver Lauch. Hier nicht. Hast du gerade die innenbelüftete Trommelbremse entworfen? Das ist auf jeden Fall besser. So eine Schmiedefelge, viel hochwertiger. Oh, Stefan macht das Ganze wieder verkehrssicher. Ich versuch's mit meinem UV-Superkleber. Keine Ahnung, Felgen genug zu Hause. Sehr gut. Alles geil. Da mal Kreuzschraubendreher bitte. Ich glaube, wenn die Kaya das mitbekommt, dann darf ich sowieso nicht mehr Motorrad fahren. Wir erzählen dir nichts davon. Dann ist gut. Irgendwann das Video und wundert sich, was da passiert ist. Dann ist gut. Wir schneiden einfach rein. Olli, nein! Mit Kai's Moped! Ja, du musst den Kai auch fallen sehen und den Kai absteigen sehen. Danach total fertig. Uiuiui, da kann ich ganz schön viel nachspannen hier in der Mitte. Hier, Olli, dein neuer Reifen. Weil du den alten ja kaputt gemacht hast. Und Ratschgut, hier durch mal den anderen Koffer da so anhängen. Irgendwie. So viel ist in den Koffern gar nicht drin. Also Bierfass vielleicht. Ein bisschen Küchenschall, die Grills, ja, das ist Bierfass ist eine Heile. Die Koffer sind echt gut. Sven, was ist los? Fällt dir was auf bei der Montage? Guck mal, die Spaltmaße hier rechts und links. Ich weiß, der wollte das mit Gewalt zusammenziehen. Ich bin immer kein Schlag. Ende. Ja, Spanngurt. Hat hier erst noch 5 mm Spalten. Ja, damit wir das vielleicht noch ein bisschen frei bewegen können. So müssten wir noch so geradeaus fahren. Was passiert jetzt? Nichts. Das, ja genau, das ist es. So gerichtet. So machen wir den fest. Da unten, nur die hier unten fest, den beiden. Wenn wir jetzt gleich in Position sind. So. Das schützt mich gut. Ist so. Ja. Gib dem lieber ein bisschen mehr. So, halt, du hältst denn das, dann dreh ich hier oben fast. Ja, halt schon. Der ist original wieder in der alten Position. Nee, der ist viel besser. Sehr viel besser. Ja, dann lass uns den noch eine ganze Ecke vorspannen. Ja. Mach mal lose. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Wir haben jetzt relativ kriminell dein Motorrad repariert, indem wir die krumme Gabel, die nach hinten weggebogen ist, und dann zur Seite haben wir jetzt nach vorne weggebogen. Da hat der Dennis das mit aller Kraft unter Spannung zur Seite gedrückt. Wir haben es festgeschraubt. Du hast jetzt meinen Vorderreifen. Wie du siehst, läuft viel besser. Super. Ich habe jetzt deinen Vorderreifen. Läuft viel beschissen. Wie du siehst, läuft nicht so geil. Aber wir haben einen Kompromiss.
kriegst du jetzt noch einen Schutzblechler wieder drauf und dann sieht das Ding wieder aus wie neu. Und fährt wie alt. Und fährt wie scheiße. Und das hier soll so, ne? Das hat auch aerodynamische Gründe. Das ist wie beim Golfball mit den Dellen. So. Der Träger ist hier ja gebrochen. Jetzt schrauben wir den hier wieder neu an, haben den neu angebohrt. Fest? Warte, einmal noch. Jo. Gut. Also das ist das alte Stück. Das hat es halt komplett zerlegt. Das war hier mal so zwischendrin. Das lassen wir jetzt hier. Den Blinker tütteln wir da noch dran. Machen die Elektrik wieder fresh. Und dann bleibt das Topcase. Das hat es eh total zerlegt. Das bleibt hier. Auf eine auf den Ableger und auf eine halbwegs gute gute Reparatur. Auf einen Überlebenden. Jetzt sind wir jetzt auf einen Überlebenden, ja. Cheers. So viel Glück, ey. Und? Racing-mäßig. Fertig? Was? Ja, wenn der Keil damit nicht fahren kann, dann müssen wir halt Nummer anhalten und dann tauschen wir die Gabeln auch. Ist halt eine Frage, ob der gebacken, ob der vom Gefühl her so hinkriegt. Die Frage ist, was wir jetzt die ersten Meter machen. Oh, wir fahren anständig. Aber ich kann halt so aus Erfahrung sagen, ich bin der Keil auch schon gefahren, aber meine fährt von Stefan ist viel beschissener als Keil selbst mit krummer Gabel wegen diesem hohen Schwerpunkt. Hatten ja nach Kais kurzen Ausflug in die Walachei die Mopeds getauscht, damit Dennis, der etwas mehr Fahrpraxis hat, mal rausfinden kann, ob Kais fahrbar ist. Sie scheint fahrbar zu sein, mehr oder minder, echt beschissen, aber das ist ein anderes Thema. Und deine Gabel fährt sich super, dein Reifen? Ja, es fühlt sich nur an, als wenn ich bald meine Fingernägel verliere bei den Vibrationen. Das ist super, muss sie nicht schneiden. Willst du deine mal fahren, oder? Mir ist das egal. Am Anfang fährt es sich ein bisschen eigen, danach hat man sich dran gewöhnt, finde ich. Der Lenker, da. Jo, aber es ist nur die Lenkerposition, ansonsten kannst du alles mitmachen, wie vorher auch. Fahr vorsichtig und probier es aus und guck mal, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Dann fährst du einfach vor, Kai. Wir fahren jetzt 30 Kilometer noch die Straße bis ans Wasser. Und dann machst du die Geschwindigkeit, wie du es für richtig hältst, und wir folgen.
289 Kilometer haben wir trotzdem geschafft. Was für ein Start in den Tag. Als wir da Kai in den Graben lagen sahen, dachten wir, alles ist vorbei. Und als wir das Motorrad dann gesehen haben, dachten wir auch, das kriegen wir doch nie im Leben wieder auf die Straße. Gut, der Kompromiss ist, dass Kai seinen Lenker jetzt irgendwie so 30 Grad verdreht hat und irgendwie wie der letzte Krüppel auf dem Bock sitzt. Aber hey, es sind ja nur noch 2000 Kilometer bis nach Hause. Aber jetzt sind wir erstmal in Dubrovnik angekommen. Das übliche Campingplatz, bla 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 bla. Und wir machen morgen mal einen Tag frei. Tag 8 ist angebrochen. Super. Nach den Strapazen der letzten Tage haben wir uns einen freien Tag mal verdient. Immerhin hatten wir schon einen schweren Verkehrsunfall, ein bisschen Offroad fahren, Navigationsprobleme, schlechte Straßen, schlechtes Wetter, schlechten Schnaps und zu guter Letzt schlechte Sitze. Die Dinger sehen echt bequem aus. Nee, sind sie nicht. Da kommt der freie Tag echt gelegen. Bisschen Service machen wir heute noch, Kette nachstellen und bisschen Kette schmieren und nochmal schauen, ob alles hier untergeht, blinkt, hupt, bremst und fährt. Und dann klinken wir uns erstmal aus. Erzähl uns was, Olli. Es ist total ätzend, heute nach dem gestrigen Party-Seufnis noch auf den Blöcken zu sitzen. Es ist schlimmer als jemals zuvor. Es tut dem Arsch weh, es tut dem Bein weh. Der Kopf geht. Dank Ibuprofen. Yeah. Ja, Olli hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir waren gestern ein bisschen feiern. Und jetzt geht es uns allen ein bisschen schlecht. Hauptsächlich irgendwie dummerweise nur mir. Wir haben Stefan kaputt gemacht. Das war gefühlt der schlimmste Tag der ganzen Tour. Mann, hatten wir alle einen Kater. 314 Kilometer haben wir trotzdem geschafft. Und das ohne, dass irgendwas Spannendes passiert ist. Naja, ist jetzt gut oder schlecht, ne? Hallo zu Tag 10. Bestes Wetter wartet auf uns. Regenfrühstück. Aber das hält uns unmöglich an Tag 2 unserer Heimreise auf. Heute versuchen wir, das Ende Kroatiens zu erreichen, sprich, wir wollen bis kurz vor Slowenien fahren. Ja, da ist es schon wieder passiert. Leichte Navigationsprobleme. Wir sind in Kroatien, in der Höhe bei Zagreb und die Straße war auf einmal nicht mehr asphaltiert. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht so lange dauern. Aber jetzt sind wir auch schon wieder seit einer halben Stunde hier drauf unterwegs und es ist irgendwie kein Ende in Sicht. Nach vorne und nach hinten sieht es so aus. Teilweise sogar noch schlimmer.
mein Gepäckträger ist zum dritten Mal gebrochen. Mit ein bisschen Glück verliere ich die Kiste gleich. Na endlich, Sven hat sein Tacho klein. Seit ungefähr 500 Kilometern erzählt er uns, wie genervt er davon ist, dass die ganze Zeit ein in seine Birne eindringt. Tag 10 lief wie am Schnürchen. 352 Kilometer haben wir heute zurückgelegt. Und außer Benzin nachkippen mussten wir nichts machen. Es tut uns wirklich unfassbar leid, dass es jetzt nur noch eine normale Motorraddokumentation ist. Allerdings haben wir natürlich auch noch ein paar Meter vor uns. Das Blatt kann sich also jederzeit wenden. Wer erkennt es wieder? Auf diesem Campingplatz waren wir bereits vor 3 Jahren mit der Honda CB50 Tour. Totaler Zufall, dass wir hier nochmal gelandet sind und totaler Zufall, dass unsere Aufkleber hier immer noch kleben. Dennis, heute soll es regnen. Hansenjacke schon weggepackt. Das ist echt ein bisschen, das ist schade. Das ist safe. Ab und zu muss man mal safe sein. Ja, uns heute erwartet heute der erste Regentag, den wir nicht aus dem Weg gehen können, wie ihr seht. Ach, papalala. Ist da hinten nicht mehr so schön und überhaupt. Jesus konnte das Meer teilen, wir können die Wolken teilen. Ja. Schön wär's. Ja, deswegen ziehen wir uns gleich alle was dicker an. Wenn du schon mal so zusammensitzen, kannst du ja vielleicht dem einen oder anderen interessierten Follower erklären, was mit deiner Schaltung so los ist. Warte mal, hier ist voll der Scheiß auf der Linse. Jetzt geht's. Darf ich jetzt? Ja. Okay. Ich habe zwischen jedem Gang mittlerweile einen Leerlauf. Also ich jetzt anstatt... Moment, können wir das nochmal neu machen? Dass wir dann so... Take one. Ja, außerdem gehen die ersten 2 bis 3 Gänge nicht mehr rein. Und eigentlich, wenn ich in irgendwelchen Gängen bin, dann springen die auch raus. Sowohl bei zu wenig Last und bei zu viel Last. Also es sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Die wollten wir eigentlich erledigen, bevor wir die Dinger verkaufen. Die stört jetzt eigentlich gar nicht so groß. Ach, hervorragend. Tag 11 startet zur Abwechslung auch mal wieder mit Regen. Ist aber nicht schlimm. Am Campingplatz ist ein altes Restaurant, was stillgelegt ist. Da haben wir uns erstmal ein bisschen versammelt. Denn unsere 6-Volt-Batterien wollen ein wenig destilliertes Wasser haben. Da haben wir die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Jetzt sind sie alle pitzepatze leer. Das füllen wir eben auf. Dann geht es wigger, wie man so schön sagt. Dennis natürlich
sein Getriebe ist jetzt nicht mehr so das Beste. Der muss mit dem Fuß die ganze Zeit die Gänge drin halten. Haben aber gesagt, wir gucken mal, wie weit wir die Scheiße treiben können, denn es ist ja nicht mehr so weit nach Hause. Und in Deutschland haben wir ja auch wieder vor, Autobahn zu fahren. Den Reifen schon mal trocken gemacht. Angewärmt. Beschissen organisiert. Fangen wir mal von vorne an. Du bist gestartet mit, wie kann man Landesgrenzen so beschissen organisieren? An einem Dienstag außerhalb der Reisezeit. Warte, ich muss ein Stück zurück, dass ich den Finger mit drauf habe. So ein bisschen Italienisch. Kann man nur an einem Dienstag außerhalb der Reisezeit so beschissen organisiert sein, dass wir jetzt schon Stunden neben dem Stau herfahren, um jetzt vor der Grenze zu stehen und es bewegt sich nichts. Soll doch mal einer behaupten, wir wären Weicheier, ja? Ich will als seriöser Biker wahrgenommen werden. Wir haben aber auch einen Lauf. 313 Kilometer haben wir heute gemacht. Und das sogar über die Alpen. Was die CB50 fast zerstört hat, nimmt sich die Schopper einfach so raus. Die rennt die Berge hoch, als wäre das nichts. Scheiße nass sind wir heute auf jeden Fall geworden. Glücklicherweise hat der Campingplatzbetreiber uns einen netten Laden genannt, wo wir noch um die Uhrzeit was zu essen bekommen haben. Mittlerweile haben wir nämlich wieder fast 22 Uhr. Für morgen müssen wir fit sein, denn wir fahren in unser Heimatland zurück. Plan. Nicht traurig sein, weil es schon vorbei ist, fast. Ja, wir fahren jetzt nach Deutschland rein, in den fetten Regen. Wir werden heute Nacht bei Regen campen, die Klamotten nochmal so richtig sicke nass machen und morgen ein richtig fettes Unwetter fahren und die letzten 200 Kilometer auf der Autobahn genießen. Ich verbitte mir das Wort genießen. Wir haben noch 380 Kilometer nach Hause, stehen jetzt irgendwo in der Nähe von Dinkelsbühl, Würzburg, irgendwo da in dem Dreieck. Jetzt ist noch gutes Wetter, wir haben aber alle keinen Bock mehr, weil wir schon viele Kilometer gefahren sind. Ab morgen soll es furchtbar regnen. Wir sind jetzt gerade ein wenig überfragt, wie wir weitermachen. Plan A ist jetzt, wir fahren noch mal ein paar Kilometer und gucken dann. Plan B ist, wir fahren die ganze Nacht durch und kommen im Trocknen an. Plan C ist, wir fahren ein paar Kilometer, pennen dann und haben morgen Regen. Was wir genau machen, wissen wir noch nicht.
noch 200 Kilometer bis nach Hause. Die anderen habe ich gerade verloren, beziehungsweise die haben mich verloren. Ich bin ganz hinten gefahren. Die anderen sind an der Auffahrt zur Autobahn vorbeigerauscht. Ich bin genau drauf. Ich stehe jetzt 200 Kilometer vor Köln auf der A3. Dank WhatsApp haben die anderen jetzt meinen Standort. Mal gucken, wann die hier ankommen, weil die müssen noch ein ganzes Stück auf der Landstraße eine Riesenschleife fahren. Nun befinden wir uns da, wo vor 12 Tagen die Reise begann. In Köln, kurz vor Svens Zuhause. Dort, wo unsere Touren traditionell starten und enden. Dieses Jahr waren es 4050 Kilometer durch 9 Länder. Wir hatten 2 Reifenpannen, verbrauchten 607 Liter Benzin und 9 Liter Motorenöl und hatten einen schweren Verkehrsunfall. Männertours intern sind wir uns einig. Unsere 6. Tour war wie immer ein voller Erfolg. Wir hatten arschvoll Spaß und ich hoffe, ihr auch. Doch jetzt schreiben wir 2 Uhr morgens. Wir sind hundemüde, weil wir die ganze Nacht durchgefahren sind. Von unserem Startpunkt in Österreich bis zu uns nach Hause waren es 821 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Die weiteste Etappe der ganzen Tour. Schade, dass es endlich vorbei ist. Danke fürs Einschalten, danke fürs Kommentieren, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke für alles einfach. Danke, dass ihr bei PayPal uns Geld schickt, dass ihr uns supportet, dass ihr uns E-Mails schreibt. Das ist mega cool, wirklich. Viele von euch fragen immer, ob ihr uns unterstützen könnt. Klar könnt ihr das. Ihr könnt unseren Kanal liken, ihr könnt euren Freunden davon erzählen und ihr könnt euch einfach die Videos angucken und Spaß dran haben. Das hilft uns auf jeden Fall. Das war sie, die Shoppertour. Männertours. Reisen neu definiert.